Vivi? Hi. Es ist so schön, deine Stimme zu hören. Ja, finde ich auch. Bist du wieder hier in der Gegend? Ja. Ja, ich wollte mal sehen, was los ist. Wo bist du denn? In einem Hotelzimmer. Echt? Ja. Oh, ich wäre so gern bei dir. Aber du, Dolly? Die sind bei meinen Eltern gewesen. Die haben alle möglichen Fragen gestellt. Weißt du, ich möchte lieber nicht am Telefon darüber sprechen. Reden wir lieber von uns, ja? Ich kann nicht. Mein Bild ist in der Zeitung, wegen dem Autounfall. Wovon redest du? Ich rede von dem roten Auto, das wir zu Schrott gefahren haben. Warum sagst du das? Weil ich durchdrehe. Dolly, sie wissen es. Silvi, wo ist das Geld? Was für Geld? Das Geld, das ich dir gegeben habe. Ich weiß nicht, wovon du redest. Verstehst du, ich will ein ganz normales, glückliches Leben. Lieber, warum hast du das alles gemacht? Ich war das. Ich habe das alles getan, das werde ich Ihnen sagen, okay? Tot. Entschuldige, ich will ein paar Sachen holen. Nein. Du redest jetzt mit deinem Vater. Nein. Du hast keine Ahnung, wie aufgeregt er ist. Du bleibst jetzt hier. Du bleibst. Ja, sie ist hier. Sie ist hier. Genau hier. Ja, gib sie mir. Okay, bleib dran. Du redest jetzt mit deinem Vater. Hallo? Ich habe eine Mitbewohnerin gefunden. Ich wohne nicht mehr hier. Nein, ich bin nur hergekommen, um ein paar Sachen zu holen. Also werde ich jetzt wieder gehen. Ich muss jetzt gehen. Ich gehe jetzt.